Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Almtal Forst Extrem mit Randy und Kleggy. Hallo. Verfluchte Drecksscheiße. Ich habe meinen ersten Holzdings schon voll. Herzlichen Glückstrumpf. Da rein. So. Ich hätte aber die kleinen nehmen sollen, die sind echt groß. Kriegst du die halbwegs ein bisschen weg, Randy, oder? Ja, ne, ich versuch's gerade mal hier an den. Das kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein, aber irgendwie. Ich glaube, dass die Baumstumpffräse für den JCB besser geht. Die kann, also sagen wir so, für die, ja, weil die in die Höhe kommt. Ja. Für alles andere ist die aber halt besser, weil du einfach halt drauf zuhalten kannst und da ruppt das halt sofort weg. Ja, klar. Also für den Boden. Aber ich sag mal, die Fräsen sind ja nicht so. Die Fräsen sind ja nicht so teuer. Mein Gott, dann hol halt eine. Für den JCB. Was die da ran? An den? Hoffen wir mal, wenn wa? Dies dürfte dieselbe Aufnahme sein, ja. Gucken wir einfach mal. Wo ist das Ei gespeichert? Oder eine Kompaktklammer? Hoppala. Machen wir die Fräse aus vorne, ist ja grauenhaft. Dann kann ich ja gerade nicht mehr kombinieren. JCB, JCB, JCB. Gucken wir mal. Der Händler stand ja hier gleich irgendwo. Gekauft. So. Das müssen sie nur irgendwo hierher kriegen. Irgendwie. Das ist ja nicht in der Nähe. Ne, Feld 8. Das Beste ist, den Volvo auf dem Tieflader mit dem Tieflader zu Feld 8. Zum Händler. Geht am schnellsten. Warum? Warum? Ich sehe es gerade. Was machst du eigentlich? Ach so, Randy, du blitzt neu. Kliggy. Ja. Aber was ist. Aber jetzt hab ich mal eine andere blöde Frage. Was ist eigentlich mit dem Holz passiert, mit dem ihr hier weggefahren seid? Das ist ein Dings. In der Holzdings da oben, wo der Hund ist. Ja. Und was macht's damit? Nichts. Wir können ja gerade nichts, wir haben ja nichts im Lager und Fräse ist ja nur jetzt keine drin, keine billige. Ach so, also das ist. Ach so, im Sägewerk ist das. Ja. Okay, also brauchen wir Hackschnitte, dass das Sägewerk anspringt. Schade eigentlich, dass das nicht dass das nicht minimal vorgefüllt ist. Aber naja gut, naja, gibt auch keinen Sinn dann. Ja, dann müsste es auch mit anderem Zeug füllen können. Mit Weizen. Ja, mit Weizen jetzt nicht, aber zum Beispiel bei dem anderen, bei diesem Saatgut- und Dingsproduktion, da kannst du zum Beispiel auch Stroh einkrachen. Das brennt ja auch. Naja. Letzten Endes geht es ja nur ums Verbrennen, dass du die Maschinen anheizt, dass du Strom generierst. Heizen, verbrennen ist natürlich so eine Sache. Ich hatte euch gar nicht erzählt, dass ich in dem Film Straight Out Compton war, oder? Doch. Ach doch, habe ich erzählt. Stimmt. Aber den Zuschauern noch nicht. Den Zuschauern noch nicht. Ja, ich war in dem Film Straight Out Compton. Jeder, der den nicht kennt, ist der Film von Dr. Dre. Dr. Dre in Ice Cube und Eazy-E. Ja, die da halt. Was? Ist das nicht NWA? Es ist NWA, ja. Habe ich ja gestern noch gesagt, das ist das NWA. Nee. Doch, freilich. Du hast nie gesagt, gut, ich habe jetzt keine Zeugen, ist ja Standard hier in der Welt, aber. Nee, ich weiß nicht, aber ist NWA. Nigga, please, attitudes. Ja. Was ich nicht wusste, ist krass, dass Eazy-E im Alter von 31 an AIDS gestorben ist, ne? War ein bisschen traurig. Ich kenne nur NWO. New World Order. Ja. War das nicht Wrestling? Ja. Das war der Hollywood Hulk Hogan. Ach ja, stimmt. Zeit, dass mein Johnny wieder rankommt hier.
Hollywood Hulk Hogan. Der hat sich auch dumm und dämlich verdient damit. Ja. Ach so, dann musst du mit V runter oder was? Ach du Scheiße. Ja. Das ist ja was. Cool gemacht. Hulk Hogan, wenn Donald Trump Präsident wird, will der Vize von denen werden. Hm. Dann würde ich gerne auf einen anderen Planeten gehen. Ja. Donald Trump, ey. Also, aber wenn das die Amerikaner wählen, dann, also, wenn das so kommen sollte, dann kann man nur sagen, das ist wirklich... Es geht wirklich nur nach dem Geld und wer die beste Werbekampagne hat. Ja, aber es kann doch nicht sein, oder? Ja, es ist... Geld regiert die Welt. Ja, aber es kann nicht sein, dass jeder, der Geld ist, mal US-Präsident werden darf, also... Was ich sehr, sehr schade finde, um nochmal hier auf das Thema Film zurückzukommen. Es gibt einen neuen Film mit Arnold Schwarzenegger. Und Filmkritiker haben tatsächlich geschrieben, seine größte Rolle, die er jemals gespielt hat. Eine emotionale Rolle, also ohne Action und so weiter und so fort. Also, brauche ich nicht angucken. Aber es soll großartig sein. Es soll wirklich großartig gespielt sein. Und das Schlimme ist, also der Film heißt Maggie. Was? Würde ich sofort striken lassen. Der heißt wirklich Maggie, ne? Das ist. Ja. Ich steh jetzt mal keinen Scheiß. Küchenkeks. Nein, Maggie. Ich geh jetzt. Ich möchte einen Keks. Mensch, in der letzten Folge die Störung. Geht nicht. Scheiße, ja! Ohne Keks ist alles Scheiße. Ohne Keks ist alles Kacke. Gene. Aus Keks wird Kacke. Aus Keks wird Kacke. Das stimmt. Das ist nicht mehr so. Aber Arnold Schwarzenegger, ganz ehrlich. Wenn du den nur aus den Rollen gewöhnt bist. Also. Gib mir, bring mir bitte noch einen Keks, Hasi. Ach, die sind doch direkt da um die Ecke gleich. Jetzt sei nicht so. Hm. Bitte! Ich hab dir gestern das Essen bezahlt. Mann, jetzt mach doch mal bitte! Mal schauen. Das Essen. Ja, das stimmt. Das Kino ist. Ist ein netter, hübscher. Alles. Ja. Huch! Maus ist gerade hingeblumst. Was? Philly. Ach, naja, egal. Achso, ich dachte, ja gut, bei Gene hätte es lustiger ausgesehen. Das wäre cool gewesen, oder? Komm mal her hier. Mausi. Bleib mal hier. Nicht rauskrabbeln. Jetzt mich jetzt halt nur gewundert, warum Gene jetzt auf ihm hingeflogen ist, auf dem geraden Boden. Ist einfach nur, saß da und ist umgekippt. Eingeschlafen. Die Richtung wechseln wollte. So, hat schon geschlafen. Mittagsschlaf gemacht. So ein Lähm. Das ist geil, das stimmt. Ganzen Tag schlafen, fressen, in die Windeln scheißen. Ja. Ey, nee, nee. Danke. Für den hier Keks. Ja, danke für den einen Keks. Danke für das Schlagen ans Mikro. Nee, sie hat einen kompletten Karton runtergebracht. Der Langtauber hat nicht zu, hörst du das? Einen kompletten Karton. Mit Keksen? Kauft ihr Kekse in Kartons? Ja. Na gut, manche kaufen es Kartons, manche kaufen es in Containern. Nein, wir haben doch bei uns in der Nähe, ist doch so eine riesen Schokoladenkeksbude. Und die haben doch einen Werksverkauf. Aha. Und wenn wir da mal in der Nähe sind, dann gehen wir dorthin und dann nehmen wir halt mal was mit, keine Ahnung, ein bisschen was. Mhm. Und dann... 100 Kilo Kekse? Nein, für so einen Karton voll mit verschiedenen Sachen, 10 Euro oder 12 Euro. Ja, wie viel ist da dann drin? 5 Kilo? Es kommt drauf an. Ja, was machen die? Machen die so richtige Morgendinger oder die machen was? Alles, ja, ja. Also die, Also Milka-Keks hier und so. Na, die machen, wie heißen denn die? Oh,
Diese Soft-Dinger, die gefüllt sind, diese Soft... Softkacke. Softcake. Softcake. Softkacke. Sowas machen die unter anderem. Und die machen auch ganz viel hier dann Weihnachtszeug hier, so Lebkuchen und sowas. Randy, jetzt weißt du, wo du hinziehen kannst. Also das ist, ja, wie gesagt, die haben Werksverkauf und da gibt's halt auch B-Ware oder Bruchware, nennt sich das. Und ja, das gibt's halt dann für um einiges günstiger, aber ich krieg's halt leider nicht auf und das geht mir gerade schon wieder tierisch auf den Sack. Das ist aber halt das, ne, das, als Fahrer kriegst du da nichts mehr, ne, das hauen die dann so nochmal irgendwo raus. Was, als was? Als Fahrer, damals war das immer so, wenn du dort einen angeliefert hast oder so und da war schon mal Bruch oder so, oder die hatten dann immer einen Container, wo so Bruchgelumpe drin ist, da konntest du immer was rausnehmen. Naja, aber guck mal, wenn du dort anlieferst und sagst da was, meinst du, kriegst du nichts? Nee, kriegst nichts mehr. Ganz schlimm als dort, kriegst du nirgends was. Es ist diese typische, nicht vegane Wegwerfgesellschaft. Da hast du nämlich, wir hatten auch schon mal Fliesen, da war Bruch, das war so eine richtige Edelbude in... Geht richtig gut, ha? Im Westen. Und da waren ein paar Fliesen kaputt und die haben nur so Edellaminat und so, was die dort alles hatten und Fliesen und so. Und da war eine Fliese so, also an der Seite der Karton aufgerissen, da war die ganze Palette als Bruch abgestempelt. Weil die eine Macke haben. Wenn ich das sage, pass auf, ja, ich nehme mir davon mal 5 Fliesen mit. Nee, das wird eingesackt, das wird so wie es ist, kommt in den Container und wird durchgeschreddert. Kriegst du gar nichts. Hauptsache ein anderer macht da keinen Gewinn draus. Ganz schlimm heute da. Dumm. Das Einzige, wo ich noch was kriege, ist, ja, wenn ich in die Zitrusbude fahre. Da kriege ich was. Aber sonst... In die Zitrusbude? Was gibt's da? Ja, diese Zitronendinger hier, diese kleinen Flaschen. Ja, hier Zitrone, Limette, oh. Essig. Was kriegst du? Was kriegt man da als Fahrer? Kannst du so Dinger mitnehmen? Ah, oh, das krieg ich direkt aus der Produktion. Das ist kochend heißes Zeug. Also? Das kannst du eigentlich mit normalen Händen gar nicht anfassen. Nimmst du dann die unnormalen Hände? Was? Nimmst du da die unnormalen Hände? Richtig, nehme ich die mit Arbeitshandschuhen an. Mhm. Wir laden da direkt so an der Rampe aus und wenn du gleich durch das nächste Rolltor gehst, da sind die dort schön am Machen und dann siehst du, wie dort über alles Gelumpe kocht, so, und da kommt der an. Was? Ist heiß! Im ganzen Zeug. Also halt die normalen, diese Lemon-Dinger und diese Zitrus-Dinger, diese normalen Schnitzelpacks, das wird da richtig reingekocht in die Dinger. Das ist halt so schweineheiß. Das kriegen wir und halt so Essig so ein bisschen. Aber das fährst du nicht oft. Es gibt nur ein was, wofür ich Essig brauche. Oder Essiggurken? Nee. Für so einen komischen Salat hier. Linsensuppe. So. Salat, Linsensuppe. Das passt. Essig doch, Essig hast du schon öfters. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn wir mal Dings machen, wie hieß... hier das weiße Zeug, Meerrettichsalat, ganz genau. Da kommt schon ordentlich Essig an. Siehst du auch 7,50 Meter? Ich schneide Spitze ab. Ja. Das Schneiden ja. Ist dein Territorium. Komm, sieg mal auf 7,50 bitte, einmal in der Mitte durch. Einfach. Auf 57, mein Gott. Was ist dann für den denn? LKW-Hänger, oder? Ja, nö, ja. Geh doch mal auf deinen. 15? Na, wieso nicht? Ja, doch. Na, guck doch mal an die Baumstämme, die da hinten liegen. Gepackt. Da muss aber mehr in der Leute kommen. Ich lager ja, ich bin ja nur für die... Achso, ja, macht erstmal die Lager jetzt komplett voll. Ich mache genau, hier die Baumstämme halt nebenbei, also die Baumstämmlager einfach voll, ja, genau. Und ich fahre jetzt mit denen einfach nochmal los und suche was, wo wir jetzt diese scheiß Baumstämme mal verkaufen können. Ist eine Idee. Oder hast du da jetzt irgendwas gefunden beim Herfahren? Ja. Was soll ich gefunden haben beim Herfahren? Normales. Ja, Tino ist doch vor uns einen ganz schönen Korte gefahren. Im Tieflader und so. Ja, da war beschäftigt, dass der Dings auf dem Tieflader drauf bleibt. Da kann man nicht links und rechts schauen. Wieso ist doch nicht? Aber ich bin einfach nur zu Feld 8 gefahren, Glicky. So. War ja nur bei Feld 8 bei dem Händler dort, aber. Kannst du nicht sagen. Ladestellen haben wir genug. Bei dem Feld, warte mal, Feld 8 Händler. Fahr mal dahinter, ich glaube, da ist der Bahnhof. Das ist der Bahnhof, ja? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hatte da einen Zug gesehen, bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, könnte sein, ich, ja. Ich fahr mal hier lang. Wie viel Geld haben wir denn noch?
18. Na, jedenfalls hab ich, weiß nicht, was ihr noch habt. 6, 3. 9, 9. Also irgendwas mit 30. Dass uns dann die Kohle aus. 30.000 ist okay. Jetzt bin ich gespannt, ob an derselben Stelle wieder Pilzer wegbacken. So, jetzt kommt die Stelle. Ist das umgefallen? Quatsch. Das war ich aber nicht. Nee, er mit seinem Moped. Achso, der fährt, nicht. Er fährt mit. Ja, Begleitfahrzeug war es doch. Hast du gesagt, Feld 8, da fahren wir hier noch bis ganz hinter? Da, wo der Händler dann ist, genau. Wenn wir ja kein normales Holz loskriegen, würde das ja bedeuten, dass wir nur auf Hackschlitze und vielleicht Pellets gehen können. Außer da ist jetzt der Bahnhof. Hier. Was gesehen, siehst du? Weil ich mit offenen Augen rumfahre. Hast du? Deswegen ja. stößt du ja auch zurück. Ja, ich gucke aber auch mal nach hinten, Schulterblick, verstehst du? Genau. Und da habe ich doch diesen Palettendings da reingesetzt. Diesen Verkäufer. Na, dann weißt du doch, dass der Bahnhof dort ist. Ja. Habe ich dir die ganze Zeit erzählt, dass ich das da hingesetzt habe. Es gibt aber noch einen Bahnhof hier. Ja, da war ja Tino und dann habe ich ja gesagt, nee, ich habe aber an den Dings... Ist ja relativ egal. Hier ist es. Der ist sogar an. Der Zug. Ist ja schön. Mach mal aus. Mensch, die Bedenrungen. Boah, ich war nicht so gut. Boah, wieso packt er da nicht durch zu? Das ist der gleiche wie in der letzten Map auch. Ja, da haben wir keine Zugabladung gehabt. Haben wir hinten das einfach nur runtergewippt auf die Stelle. Falls sie sich noch entsinnen können. Ich entsinne mich. Kling. Und wie viel? Sollen wir Millionäre? Sagen wir oder 20.000. Mehr. Nee, insgesamt. Hä? Hat mir nicht gerade 30? Achso, mach mal die Konten zu. Nein. Doch, jetzt gibt's keinen Lohn mehr. So. Robin, ja, das, was du jetzt reingeschmissen hast, hat 4k gebracht. Jetzt haben wir insgesamt 45k. Waren gerade noch 30, laut deiner Aussage. Ne, ich habe das jetzt nicht richtig gerechnet, ich habe das einfach in den Raum geschmissen. Achso. Jetzt haben wir 52.000. Ist nicht mehr fleißig. Geht's aber rasant, alter Schwede. Ne, so ein Ding, 3.900. Ich habe wohl die ganz großen genommen, die an der Seite hinten standen, die waren einfach zu laden. Mindestens mit dem Buffalo. Plus 1, 8. Plus 400. Also plus 2. Ja, dann kriegen wir ja 6, noch einmal, wenn das Ding noch mal abfährt, dann kriegen wir ja noch mal was. Das ist ja nicht anfallen lassen. 51.000, 62.000. So, Abfahrt. Ja, das sieht mal, das hast du platziert ganz normal, ne? Ja, der Untergrund hat mich auch gewundert, aber es gab nichts, was diesem Untergrund entspricht. Nee, das ist halt, wenn du es setzt, kannst du den Untergrund, das ist ja eine riesen Insel, die eigentlich unten drunter ist. Da kannst du das eigentlich komplett in den Boden lässigen, weil wenn du siehst hinten, wie soll ich zu der Tür hier reinkommen? Da hängt ein Dreckhaufen davor. Darf ich mal rein? Ich will mal gucken, was er gesetzt hat. Ja, kannst du halt hinten direkt aufs Dach laufen, was dir eigentlich gar nichts bringt. Ganz rein, der Buffalo, da sitzt keiner drin. Und nochmal plus 27.000, das heißt, jetzt haben wir 190.000.
Die Tür höher kommst du nie rein. Ja. Aber das ist halt der mit der Insel. Du kannst es ganz genau auf einen Millimeter runtersetzen, dann bleiben die Streifen. Was ist das? Der Untergrund ist weg, der Schreiner. Ach so. Wo die Paletten hinkommen aus dem Maru. Ist halt der Unterschied zwischen im Editor setzen und hier platzierbar. Mhm. Ja, platzierbar kannst du ja nicht anpassen, ist klar, ne? Ja. Aber der Untergrund ist jetzt nicht so schlimm, oder? Gut, man könnte es noch ein bisschen absenken, aber hier hinten, ja gut, hier hinten ist halt. Sieht keiner den Schandfleck, keine Angst. Ja, Geld verdient. Kann ich Schluss machen für die Woche. Schönes Ding. Müssen wir auch. Und da bleibt er hängen an der Backe. Sind ein bisschen Overtime. Dann modern habt ihr. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich am Montag wieder. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Schreibt uns doch mal in die Kommentare nach der Woche 1, so wie ihr das Projekt denn so findet. Lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, tschüss. Jo. Tschüss. Jo, Wochenende.